Servus und herzlich willkommen, liebe Leute. Heute habe ich was Feines für euch. Wir gucken uns den Panasonic-Fernseher aus der MS-350e-Serie an. Schaut's euch an, wenn's euch interessiert. Alle Links findet ihr unten in der Beschreibung. Packen wir's an. Also schauen wir mal, was der Panasonic-Fernseher so in Sachen Entwurf hergibt. Zuerst fällt auf, das Gerät glänzt in ansehnlichem Silber. Das schaut richtig edel aus, passt quasi in jede Wohnzimmerlandschaft. Mit einem Gewicht von 3,75 Kilogramm lässt er sich auch leicht versetzen, falls du mal umräumen willst oder so. Die Maßen sind auch recht handlich mit einer Breite von 55,3 cm und einer Höhe von 37,2 cm. Er ist nicht zu groß und nicht zu klein, genau richtig für kleinere Räume oder als Zweitfernseher. Die Tiefe beträgt 13,4 cm, was bedeutet, dass er nicht allzu viel Platz wegnimmt, auch wenn er mal auf einem Tischchen steht. Und für die, die es an die Wand hängen möchten, der Fernseher hat eine VESA-Norm von 75x75 mm. Das ist ziemlich praktisch, weil du dadurch viele Möglichkeiten bei der Montage hast und nicht auf spezielle Halterung angewiesen bist. Einfach an die Wand damit und der Raum sieht gleich aufgeräumter aus. Jetzt zum Bildschirm, da wird's interessant. 24 Zoll hat das gute Stück, also genau richtig fürs Schlafzimmer oder die Küche. Die Auflösung ist HD Ready mit 1366x768 Pixel, scharf genug, dass du jedes Detail siehst, ohne dass du die NAS an den Bildschirm drücken musst. Mit 60 Hertz Bildwiederholfrequenz laufen die Actionfilme flüssig und ohne Ruckeln, als wärst du mittendrin. Die Energieeffizienzklasse E zeigt, dass der Fernseher nicht zu viel Strom schluckt, 16 Kilowattstunden auf 1000 Stunden ist echt in Ordnung. Die HD-LED-TVs der MS-350e-Serie, also unser Kandidat hier, bringen dir ein Sehvergnügen, das sich gewaschen hat. Egal ob du schnelle Bewegungen in Filmen liebst oder in die Welt der Tier- und Naturdokumentation eintauchen willst, die hohe Bildwiederholrate und die kräftigen Kontrastwerte machen's möglich. Und dank der HDR-Technologie? Die Bilder sind so lebendig, du könntest meinen, du bist live dabei. Schwarztöne sind satt und das Weiße strahlt, während die Farbpalette bei HDR-Einheiten wie von Netflix noch mehr zu glänzen beginnt. Jetzt packen wir mal den Sound an, Freunde. Also der Fernseher hat zwei Lautsprecher eingebaut. Für so ein schlankes Gerät ist das schon mal nicht schlecht. Die bringen zusammen eine Gesamtausgangsleistung von 5 Watt. Gut, das ist jetzt kein Konzertsaalerlebnis, aber für den täglichen Gebrauch, Nachrichten oder deine Lieblingsserie reicht's völlig aus. Und jetzt zum Zuckerguss, die Soundmodi. Du hast hier ein bisschen Spielraum mit den Einstellungen. Benutzerdefiniert und Standard. Mit benutzerdefiniert kannst du den Klang nach deinem Geschmack justieren. Mehr Bass, weniger Bass, du hast's in der Hand. Und Standard ist sozusagen der Einheitsbrei, aber ganz ehrlich, oft genug ist der schon genau richtig eingestellt. So, egal ob du nur die Tagesschau guckst oder dir einen gemütlichen Filmabend machst, der Klang passt sich an deine Bedürfnisse an. Jetzt wird's richtig interessant, weil wir zum Herzstück kommen, dem Smart TV. Also, dieses Modell hier ist ein echter Allrounder. Dank des Betriebssystems kannst du im Handumdrehen ins Internet springen. Zwei USB-Anschlüsse sind dabei, das ist praktisch für deine Fotos oder Filme auf dem Stick. Mit den zwei HDMI-Anschlüssen kannst du gleichzeitig deine Konsole und vielleicht noch einen Blu-ray-Player anschließen, ohne ständig hinten rumzufummeln. Da haben wir auch noch den Ethernet-Anschluss und natürlich WLAN, also kannst du dich entscheiden, wie du online gehst. Bluetooth fehlt zwar, aber ehrlich gesagt, mit Wi-Fi kommst du ja auch schon ziemlich weit. Und jetzt halte ich fest, du kannst den Fernseher mit Google Home oder Alexa verknüpfen. Stell dir vor, du stehst in der Küche, Hände voll Teig und kannst einfach sagen, Alexa, mach mal lauter, ohne auch nur einen Finger zu rühren. Oder du liegst gemütlich im Bett und willst nicht aufstehen, um den Fernseher auszuschalten. Ein kurzer Sprachbefehl und schon ist Ruhe. Für die TV-Liebhaber ist auch gesorgt. Dank des HD-Triple-Tuners ist es Wurst, welchen Empfangsweg du bevorzugst, ob DVB-T, Satellit oder Kabel, der Fernseher nimmt alles. Und dann dieser integrierte Media-Player. Stöpsel einfach deinen USB-Stick oder die Festplatte an und schon kannst du deine eigenen Videos, Fotos oder Musik genießen. Das ist perfekt fürs Kinderzimmer oder auch, wenn du mal wieder einen gemütlichen Abend mit alten Urlaubsfotos machen willst. Ich habe die Kundenrezensionen studiert und die negativen Punkte hervorgehoben. Sehr klein, softwaremäßig, Apps laden problematisch. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Einfache Installation, gute Fernbedienung, Kabel- und SAT-Anschluss top, gutes Bild, Ton ist gut. Also Leute, jetzt habt ihr es gehört, alles über den Panasonic-Fernseher aus der MS-350e-Serie. Wenn ihr Interesse habt, schaut unten in der Beschreibung, da findet ihr alle Links, um euch das Teil vielleicht selber zu schnappen. Und wie immer, wenn ihr was auf dem Herzen habt, ob Fragen oder eigene Erlebnisse mit dem Gerät, lasst's mich wissen, ab in die Kommentare damit. Fandet ihr die Rezension hilfreich und wollt mehr solcher Videos? Dann lasst's mich wissen. Abonniert den Kanal und verpasst kein Video mehr. Also bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und munter. Servus und bis bald.